Gleich zwei Spiele in Folge hat die Mannschaft von Jürgen Luginger zuletzt mit 3:0 gewonnen. Erst Dienstagabend im Saarderby gegen den SV Elversberg. Mit diesem Selbstvertrauen der jüngsten Erfolge hat der FCH auch die Reise nach Walldorf angetreten. Aber der Gegner ist nicht zu unterschätzen. Immerhin haben die Astorstädter unter der Woche in Worms mit 3:1 gewonnen. Gegen Elversberg wurde ja Christopher Theissen erstmals nach überstandener Verletzung eingewechselt und hat dann gleich doppelt getroffen. Heute darf er von Beginn an ran und ersetzt Sven Sölker in der Anfangsformation. Ansonsten gibt es keine Veränderungen gegenüber Elversberg. Hinein in das Spiel und da zeigen wir zuerst einen Freistoß der Gastgeber. Andreas Schön macht das. Unser Schlussmann David Saalfeld hat den Ball aber sicher. Ansonsten reißt der FCH das Spielgeschehen an sich und hat auch kurz darauf einen Eckball. Vor dem Tor ist es Eichmann mit der Riesenchance, aber drüber. Da ist unser Innenverteidiger völlig frei am 5-Meter-Raum zum Kopfball gekommen. Aber mit dem Selbstvertrauen der jüngsten Erfolge setzen unsere Homburger nach. Schmidt steckt auf Lienhardt durch, der legt zurück und so hat Steinherr die Chance. Der Walldorfer Keeper hält aber stark. Patrick Dulek ist aber noch am Ball, geht dann zu Boden. Schiedsrichter Lukas Schlosser entscheidet auf Weiterspielen. Da wurde er zwar berührt, aber den Elfer muss man nicht unbedingt geben. Die Mannschaft von Jürgen Luginger bestimmt jetzt aber immer mehr das Spielgeschehen. Nach dem langen Ball schlägt der Walldorfer Hofmann den Ball zur Mitte weg. Und da steht Maurice Neubauer. Der nimmt den Ball kurz an und zieht ab. Und er passt direkt in den Winkel. Da ist sie die Führung. Was für ein schönes Tor unseres Neuzugangs. Sein erstes übrigens in einem Pflichtspiel für den FCH. Und dann gleich solch Herrliches. Da konnte sich der Torhüter strecken, wie er will. Da kommt er nicht ran. Maurice Neubauer ist auch der Mann, der dann die Ecke von links bringt. Auch das kann er richtig gut heißen mit dem Kopf. Renner im Tor hat aber den Ball und bewahrt sein Team vor einem weiteren Gegentreffer. Und der Walldorfer Torhüter sollte auch weiterhin im Mittelpunkt stehen. Nach einem schön vorgetragenen Angriff ist es Christopher Theissen, der schießt. Renner lenkt den Ball über den Pfosten. Sowohl ein schöner Versuch von Theissen als auch gut gehalten vom mittlerweile warmgeschossenen Jürgen Renner. Als dann schon die Nachspielzeit läuft, kommen unsere Homburger ein letztes Mal im ersten Durchgang. Patrick Dulek steckt auf Theissen durch und er kann wieder schießen. Doch der gute Renner hält auch diesen Ball. So geht unser FCH völlig verdient mit einer Führung in die Halbzeitpause. Die Führung hätte aber ruhig ein Tor höher ausfallen dürfen. Zu Beginn der zweiten Halbzeit finden die Astorstädter besser ins Spiel. Erik Weckesser leitet hier den Ball schön auf Pascal Panda weiter. Der geht Richtung Tor, kann erstmal nicht gestoppt werden, schießt aber weit vorbei. Danach übernimmt aber wieder der FCH die Kontrolle. Christopher Theissen ist es, der den Ball auf Patrick Dulek weiterleitet. Der kommt dann von der Strafraumkante zum Schuss. Da fehlte erneut nicht viel. Es darf sich am Ende bloß nicht rächen, wie viele gute Torgelegenheiten der FCH hier liegen lässt. Wieder bekommt Dulek den Ball, geht an allen vorbei, geht in den 16er, schießt, dann aber erneut am langen Pfosten vorbei. So langsam ist es wirklich zum Haare raufen. Weiter mit einer Ecke. Neubauer bringt die ja immer gut. Und auch die kommt schön. Da ist Theissen. Diesmal zappelt der Ball im Netz. 2:0 für Homburg. Christopher Theissen hat ja Dienstag zweimal getroffen. Nun legt er nach, nachdem er drei gute Torchancen in der ersten Hälfte heute nicht nutzen konnte. Hier war sein Kopfball unhaltbar. Das schaut nun ganz gut
für einen Auswärtssieg aus. Aber auch nach dem 2:0 hat Homburg noch nicht genug. Weiter wird schnell in die Spitze gespielt. Dulek, der eingewechselte Lensch, und dann ist Tyson frei und nutzt auch diese Chance. Schon wieder schnürt er einen Doppelpack. 3:0 also für den FCH. Das Spiel ist entschieden. Christopher Tyson hat nun in 2 Spielen 4 Tore erzielt. Welch eine Bilanz. Wir machen einen Sprung in die Schlussminuten. Hinten hat unsere Mannschaft nichts mehr zugelassen. Und so war der Sieg nicht mehr gefährdet. Christian Lensch hätte sich auch noch gerne die Torschützenliste eingetragen. Aber der Ball ist ein wenig zu hoch. So bleibt es also beim dritten 3:0-Sieg in Folge. Ein ganz souveränes Spiel unserer Mannschaft und ein hochverdienter Sieg. Damit setzt man sich in der Spitzengruppe der Liga fest. Weiter geht es nun schon am Freitagabend zu Hause in Homburg gegen den ersten FSV Mainz 05-2.